Nee, also ich kann euch die Geschichte von Hannover gerne mal kurz erzählen. Also, es gab Hinweise vom israelischen Inlandsgeheimdienst Shin Bet, der hingewiesen hat auf eine Terrorbedrohung für dieses Länderspiel. Und die sagen dann auch aus einer Quelle, die sie bisher als verlässlich kennengelernt haben. Jetzt ist das dann schwierig für eine deutsche Behörde, weil die kennen diese Quelle natürlich nicht persönlich und wissen dann nicht einzuschätzen, ist die wirklich verlässlich, sondern können nur sagen, naja, bisher haben die Israelis eigentlich uns immer verlässliche Sachen gesagt. Und das war eine konkrete Warnung auf ein Ereignis, das wenige Stunden später beginnen sollte. Es gab Details zur Vorgehensweise der Terroristen. Der Sprengstoff werde, so hieß es da, mit offiziellen Fahrzeugen in den Stadionbereich gebracht. Und dann waren die natürlich alle alarmiert und haben sich überlegt, was sind denn Official Vehicles? So stand es in dieser Warnung drin. Und da kam auf einmal, naja, das können ja Polizeifahrzeuge, Rettungsdienst, was auch immer sein. Und dann haben die trotzdem daran gezweifelt in dem Moment, die Sicherheitsbehörden, und zwar Bundes- und Landesbehörden, weil sie sagten, wir haben keinerlei andere Hinweise darauf. Und deswegen hat man der Stadt Hannover und eben auch den Landesbehörden empfohlen, wir lassen das Ding stattfinden und fragen aber beim israelischen Geheimdienst nochmal mit so einem Fragenkatalog nach. Die sollen ihren Informanten bitte nochmal abfragen, der soll noch ein paar Details liefern. Und die haben eigentlich damit gerechnet, dass da nichts kommt, dass da keine Details kommen. Und um 18:31 Uhr kommt dann die Rückmeldung mit tatsächlich konkreten Details. Der Anführer sei ein deutscher Staatsbürger, der Name wurde genannt, er wollte den Anschlag im Stadion sogar filmen mit einem Statement von sich selbst und es sollte eine zweite Attacke dann auf den Hauptbahnhof von Hannover geben. Und wenn ihr das dann um 18:31 Uhr bekommt, dann steht ihr als Bundes- und Landesbehörden natürlich vor der Entscheidung, haben wir jetzt noch genug Zeit, um das gegenzuprüfen? Können wir auf dieser Basis uns entscheiden, halt gar nichts zu machen? Oder laufen wir das Risiko, es bumst und hinterher erfährt irgendjemand, es gab vorher sehr konkrete Warnungen und wir haben nichts unternommen? Und auf der Basis, das kann man auch anders sehen, aber auf der Basis haben die sich entschieden, wir sagen das Spiel ab. Und da ist es sehr einfach für euch und für mich hinterher zu behaupten, boah, da war doch nichts, ja, das ist alles nur irgendwie Teil eines großen Plots, um die Bevölkerung in Unruhe zu versetzen. Ich sage euch ehrlich, meine Meinung, ich halte das für Blödsinn. Und man kann immer noch streiten, ob die Maßnahme dann richtig ist oder falsch. Aber ich kann nachvollziehen, dass sie zu diesem Schluss gekommen sind. Okay, und war sie denn richtig aus seiner Sicht? Also ich glaube, die Entscheidung ist unglaublich schwer. Und wenn du da sitzt und hast die Verantwortung für so und so viele Zehntausende von Menschen, dann landest du meistens lieber auf der Seite der Vorsicht. Ich hätte wahrscheinlich in der Situation selber so entschieden, obwohl es jetzt aus meiner Sicht als einer, der über Jahre da berichtet, auch ein paar Anhaltspunkte in diesen Warnmeldungen gab, die sagen, naja, besonders glaubwürdig ist das jetzt nicht. Aber nehmen wir mal Paris. Auch da gab es ja Hinweise drauf auf Paris, Paris 2, Novemberanschläge. Und hinterher würde man sagen, um Gottes Willen, wären Sie doch diesen Hinweisen noch etwas besser nachgegangen, dann hätte man die Anschläge vielleicht verhindern können. Also ich bin